Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bayride. Was haben wir denn im letzten Part gemacht? Ja, wir haben Technologiestufe 2 freigeschaltet. Da möchte ich auf jeden Fall heute nochmal gucken, was genau das ist. Dann haben wir Quests gemacht, unsere Stadt Bronx genannt und das war's im Grunde. Genau, heute möchte ich dann auch noch Taschen für meine Mitstreiter machen, denn ihr habt geschrieben, dass die natürlich auch sehr nützlich für die sind. Das machen wir heute und dann schauen wir, was sonst noch so passiert. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Gut, dann werden wir doch jetzt zuerst mal hier die Taschen in Auftrag geben. Aktuell haben wir ja 3 Leute, die uns quasi begleiten. Das heißt, wir brauchen 3-mal diese Tasche. Und zwar 1, 2, 3 und Priorität machen wir mal hoch, damit das relativ schnell erledigt wird. Dann habe ich ja gesagt, würde ich heute mal gerne hier runter zur Mühle gucken. Das tun wir auch. Ich meine, ich habe ja hier auch schon mein Reiseschild. Das heißt, es sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich hoffe nur, dass da nicht irgendwie Banditen oder so rumlungern, die mich dann gleich wieder fertig machen, wenn ich mich nähere. Genau, dann wollte ich mal zur Forschungsbank gucken, was da denn aktuell gerade so läuft. Nichts, wunderbar. Dann schauen wir mal, was wir denn sonst noch erforschen können, was vielleicht irgendwie hilfreich wäre. Dieses robuste Hemd wäre nicht schlecht, denn das brauchen wir für eine Quest. Allerdings braucht es auch wieder 3 Riemen, die haben wir jetzt gerade nicht. Komposthaufen und Drescher. Der braucht Weizen und Seil. Und der verdorbenes Essen. Da würde ich doch jetzt mal den hier in Auftrag geben. Denn den können wir uns gerade leisten. Dann würde ich mal sagen, warten wir doch einfach mal, bis die Taschen fertig sind. Die Hanfsamen kann ich wegpacken. Das Buch kann ich dann auch ablegen. Und dann würde ich mich mal gerne hier, hey, halt, so, mit ein bisschen Essen versorgen, bevor wir losgehen. Was haben wir denn noch zu essen? Hier ein paar Beeren können wir mal mitnehmen und noch so ein Pilz. Haben wir noch Verbände? Ja, das ist auch sehr gut. Da haben wir den Platz und für die Pilze nehmen wir mal den Platz. Alles klar, was ist denn das hier? Münzbeutelslot haben wir noch nicht und einen Rückenschlitz haben wir auch noch nicht. Okay, mein Stoffköcher habe ich dabei, Fackel habe ich dabei, verstärkte Keule. Weiß ich nicht, ob ich jetzt meinen Pfeil unbedingt mitnehmen muss. Ich denke jetzt mal nicht. Und die fällen hier einen Baum nach dem anderen. Wir müssen dann auch nochmal gucken, was wir genau nochmal für die Dorfhalle brauchen. Ups, das ist ja gar nicht mein Zelt. Wo ist mein Zelt? Da hinten. So, Buch kann da mal hin. Und das können wir ja einfach mal dabei haben. Schauen wir mal kurz zur Dorfhalle, wie weit die denn aktuell schon ist. So, wo haben wir denn das Ding, wo ich was reinlegen kann? Bei der Dorfhalle. Was ist das hier? Ja, Baumstämme, Holz, Holzplanke, uiuiui, Seil und Stroh, Holzplanke. Wir haben doch im letzten Part auch dieses Ding gemacht für Bretter und so, oder? Ist es hier dieses Grubenholz? Wo habe ich denn das hin platziert? Habe ich das schon überhaupt platziert? Ist es das hier? Nee. Also ich glaube, ich habe das noch gar nicht platziert, oder Leute? Boah, ich weiß es halt nicht. Nee, ich glaube nicht. Das zweite Lager haben wir gemacht, das weiß ich. Aber da müssen wir ja eigentlich das hier jetzt auch platzieren. Na, F. Hilft ja nichts. Ach, weißt du was? Wir stellen es einfach dahin. Und genau. Dann haben wir den Komposthaufen. Hier. Den können wir vielleicht hier hinterstellen. So. Gut.
dann, bevor wir losgehen, geben wir natürlich nochmal einen Auftrag. Ich glaube, den Zimmermannshammer, den brauche ich, aber dafür brauche ich auch Riemen. Was kann ich machen, was ohne Riemen ist? Hier das Holzfällerbeil. Sollen sie das machen? Okay, jetzt bin ich nur am Überlegen, ob wir gleich gehen sollen oder ob ich die Nacht abwarten möchte. Schauen wir mal, was wir in den Quests haben. 8 Fell müssen wir ihm ja noch bringen. Jetzt gucken wir doch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verfolgen wir das mal. Es steht jetzt da 8 im Inventar. Müssen wir mal gucken, ob das dann auch tatsächlich die Fälle sind, die er braucht. Dann würde ich aber sagen, dass wir das jetzt abgeben gehen. Was können wir noch machen? In Petstow. Ich glaube, gerade aktuell nichts mehr. Die Komposthaufenmeldung kann mal weg. Und wir düsen im Sauseschritt zu unserem Reiseschild. Genau. Oh, und es schneit. Das ist ja schön. Nicht? Okay, wir müssen einfach immer nur geradeaus. Dann gehen wir doch einfach wieder von hier hinten rein, wo wir eigentlich immer reindüsen. Der Bau von Komposthaufen ist abgeschlossen. Danke, Leute. Wunderbar. Also die sind echt wirklich richtig fleißig. Sambor war es, den wir sprechen müssen. Wo ist er denn, der Gute? Ist er das hier? Nee. Sambor, wo bist du? Du bist irgendwo hier vorne. Das müsstest du sein. Sambor? Ja. Hallo, Sambor. Hallo. Was die Fälle angeht, nach denen du gefragt hast. Hast du dich um die Wölfe gekümmert, fragt er uns. Ja, hier die Fälle als Beweis. Ausgezeichnet, danke dir. Nimm diese Werkzeuge, wir werden quitt sein. Haben wir jetzt Werkzeuge bekommen? Ja, wir haben Werkzeug für Dalibor bekommen. Ah, das heißt, das müssen wir dann wahrscheinlich bei Dalibor abgeben. Bringe einen Brief mit Auftrag zu Dalibor. Und das Werkzeug. Okay, das ist aber dann wieder in Herndien. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir dann auch. Wisst ihr was? Jetzt haben wir gerade ein bisschen Kohle. Jetzt gönnen wir uns doch einfach mal, dass wir die Nacht über dann hier verbringen. Eine Tasche ist auch fertig. Nice. So, das war, glaube ich, hier der Gastwirt, oder? Rooms ain't free. Hello. Hi, ich möchte dich bitte etwas fragen. Nein, möchte ich doch nicht. Falsch geklickt. Kann ich für eine Nacht in deiner Taverne bleiben? Oh, jetzt kostet es nur 40 Gold. Okay. Ja klar, hier ist mein Geld. Nope, nichts anderes. Das ist der Buchhändler. Was hat er denn? Stärke wäre natürlich auch nicht schlecht, gell? Aber das finden wir doch bestimmt einfach so auch mal. Könnte ich mir vorstellen. Du bist ein neues Gesicht. Was führt dich in unser Dorf? Ich möchte dich gerne rekrutieren. Kann ich aber nicht. Gut. Dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Ein Brigand. Keep going. Okay. Ich denke, wir können jetzt noch nicht pennen, oder doch? Cool, dann machen wir das. Und der Kit ist wieder neutral. Warum? Muss ich nicht verstehen. Okay, auf jeden Fall sind wir dann fertig hier. Und die zwei scheinen sich wieder im Weg umzugehen. Düsen wir zu unserem Reiseschild und dann Richtung Mühle. Da bin ich echt gespannt. Ihr habt ja auch geschrieben, dass da dann tatsächlich auch Weizen ist. Und deswegen einfach mal hin. So, ich denke, dass hier wahrscheinlich übelst viele Banditen rumlungern. Aber soll uns nicht stören.
Wir geben unser Bestes und gehen da mal ganz sneaky peeky hin. Ich habe mir das jetzt mal als Wegpunkt gesetzt. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit von hier. Vielleicht finden wir ja auch Wölfe, denn die Quest haben wir ja tatsächlich auch noch. Vielleicht aktiviere ich die mal schnell. Falls ich einen Wolf sehe, dass das zählt. Ich weiß ja nicht, ob das sonst zählen würde. Okay. Bis jetzt sieht's ganz gut aus. Oh, da sieht's aus wie ein Außenposten. Da sind doch bestimmt auch welche, oder? Oh, das ist ja ein großes Dorf da. Aber ist das ein gutes oder ein böses? Oder ein verlassenes, oder was? Wenn ich das wüsste, wäre ich schlauer. Aber da hinten ist auf jeden Fall die Mühle. Es sieht jetzt aber nicht so aus, als wäre hier... Oh doch, da oben ist jemand. Sieht aber nur aus wie einer. Oh, hier ist Weizen, hier ist Weizen. Jetzt zeigt es mir an. Wo? Okay, hier zeigt es mir Weizen an. Und wie kann ich das jetzt klauen? Wie geht das? Gute Frage, nächste Frage. Wie kann ich mir hier Weizen holen? In dem Feld oder wie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der patrouilliert da. Jetzt gucken wir nochmal ganz genau hin. Wir müssen also weiter in die Richtung. Oh, da ist er. Hoffentlich sieht er uns nicht. Da ist auf jeden Fall die Mühle. Scheiße, er hat uns gesehen. Ach nee. Und der hat halt auch ein Schwert. Kacke. Ja, der wird bestimmt mein Schild kaputt hauen. Oha, und ich ziehe ihm halt gar nichts ab. Scheiße, jetzt hat er mich getroffen. Oh. Hoch mit dir. Blöd, dass ich meinen Bogen nicht dabei habe. Verbind dich mal kurz. Und wir können auch wieder was essen. Ach Mann, hätte ich ihn doch mitgenommen. Kommt der da hoch? Scheiße, mein Schild ist auch kaputt. Hey, er haut wieder ab. Oder? Ja, er haut wieder ab. Haha. Lauf du. Wir haben dich erfolgreich vertrieben und jetzt lass uns in Ruhe. Wir müssen hier plündern. Wenn es geht. Ich habe ja keine Ahnung. Ich laufe jetzt mal hier hinten lang. Der Doofmann hat mein Schild kaputt gemacht. Und jetzt hat er mich schon wieder gesehen. Wo ist er? Oh, Beute töte alle Wachen. Na, das hättet ihr mir mal vorher sagen können. Ohne Schild bringt mir das nichts. Und ohne Bogen sowieso nicht. Ach, Kaki. Okay, dann wissen wir das auf jeden Fall schon. Dann muss ich halt jetzt heimdüsen. Und mich dann doch nochmal besser ausrüsten. Ich würde ja auch gerne jemanden mitnehmen, aber das geht nicht. Denn die können ja nicht mit dem Reiseschild reisen und das Problem ist daran, dass sie mir dann ja so hinterherlaufen würden und dann würden sie ja ewig brauchen, bis sie quasi mir hinterhergekommen sind. Es sei denn, ihr habt irgendwie einen anderen Tipp, wie das schneller geht. Oh, oh, jetzt sind hier plötzlich zwei Leute. Aber macht nichts, ich habe meinen Bogen dabei und ich hoffe auch genug Pfeile. Und wie wir gesehen haben, kommen sie hier aufs Dach nicht rauf. Okay, wo are you? Oh, oha. Moment mal, hat der mich gerade angeschossen? Oha, nein. Was soll denn der Mist jetzt? Nein, du kannst mir nichts tun. Ich hoffe, der kommt hier nicht an mich dran. Ich sehe nichts. Komm, hau ab. Oh ja, gut. Puh.
Das war mal wieder knapp. Und eigentlich habe ich mir aber Verbände mitgenommen. Scheiße, wo sind die denn schon wieder? Hat es die wieder nicht angenommen? Oh Mann, alle Wachen töten. Das wird was. Irgendwo da vorne schleicht einer rum. Hier. Oder? Und irgendwer schießt mit... Oh nein, der trifft mich. Help. Nein, ah, oha. Ein Schlag und ich bin tot. Mann, wieso war vorher nur einer da und jetzt sind es drei? Ich schwöre. Schaut mal, Leute, da sind Banditen. Gehen die jetzt da in dieses Lager rein oder nicht? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Nee, ich glaube, die gehen tatsächlich dran vorbei. Ja, das ist nur jetzt wieder belastend. Ich muss irgendwie an meine Leiche kommen. Vielleicht stehen die da gar nicht mehr rum. Wir müssen mal gucken. Und das Problem ist, dass da ja auch einer dabei ist, der schießt. Das ist halt sehr, sehr schlecht. Okay, also ich denke, ich komme bestimmt an meine Leiche. Ist jetzt die Frage, soll ich es nochmal probieren oder... Oha! Was geht denn jetzt hier ab? Habt ihr gerade gesehen, wie viele rote Punkte da sind? Krass! Und die kommen auch schon wieder auf mich zu, diese Punkte. Irgendwie muss ich meine Leiche holen. Ich habe nämlich auch keine Pfeile jetzt und kein Schild. Mann, verzieht euch. Die sind richtig nervig. Oha, wie schnell er kommt. Tschüss. Da, er rennt. Ach, haben sie die Banditen gesehen? Was tun sie denn? Ich glaube, die kämpfen. Wisst ihr was? Dann... sie haben mich gesehen. Tschüss, lauf, lauf, lauf. Ich renne weg. Ich habe mein Loot. Ich habe keine Ausdauer mehr. Und natürlich keine Pilze mehr. Egal, wir kommen schon irgendwie weg, hoffe ich. Vielleicht war das dann zur Mühle zu gehen auch eine schlechte Idee. Ah ja, er zieht wieder ab, okay. Ja, nee, Leute, ich glaube tatsächlich, das wird so nix. Ich verstehe halt nur nicht, warum vorher einer da war und jetzt plötzlich so viele. Hat der irgendwie Verstärkung gerufen oder was ist da los? Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück nach Hause nach diesem stressigen Tag. Und jetzt ist da vorne schon wieder irgendein Bandit. Wo ist eigentlich mein Schild? Hier. Tu doch mal das Schild dahin. Schauen wir mal, wenn das nur einer ist. Dann können wir doch mal... Ah ja, es ist auch nur ein Bogenschütz. Okay. Er schießt mich an. Ja klar, er trifft mich halt auch mit seinem Bogen. Oh nein, da sind ja noch mehr... Ach komm, ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst. Kannst du dich schnell verbinden? Er hat wieder ein Schild und ein Schwert. Das muss doch irgendwie machbar sein. Oh, fuck. Ich dachte, vielleicht hätten sie Riemen. Ich habe nur einen gesehen. Egal, ich gebe nicht auf. Ich mach die platt und ich hole meinen Loot und den Loot von denen auch. So schaut's nämlich aus. So, hier ist mein Loot. Hä, ich will doch alle nehmen jetzt. Jo, dann kurz mal wieder mampfen.
Sehr schön. Muss ich mich verbinden? Ich tue es jetzt einfach mal. So, und dann liegt nämlich da noch der Loot. Und die kommen aber schon wieder auf mich zu, ne? Oh Mann. Ich möchte einfach nur den Loot. Und hey, es hat aufgehört zu schneien. Das finde ich ziemlich gut. Na kommt, jetzt geht zu. Es sind nämlich schon wieder drei, vier, mit denen will ich mich nicht anlegen. Ich verstecke mich hinterm Setzling. Bitte seht mich nicht, please. Und wehe, die klauen mir jetzt meinen Beutel da. Irgendwie sind wir bis jetzt noch nicht zu irgendwas gekommen, ne? Ja, wegen diesen blöden ganzen Banditen da, ey. So, was hast du? Oh, du hast einen Pilz. Wow. Ganz der Krasse. Könnt ihr weggehen von meinem Reiseschild, dass ich es benutzen kann? Wenigstens den Gefallen könnt ihr mir tun. Danke. Ich weiß auf jeden Fall, dass unsere Taschen fertig sind. Dann werden wir jetzt mal die drei Taschen nehmen und jeden damit ausrüsten. Außer Kit, du brauchst es nicht. Komm mal her, Mädel. Ach so, wieso verbinde ich sie? Was hat sie denn? Inventar. Und dann kann die Tasche dorthin. Sehr schön, jetzt hat sie auf jeden Fall mehr Inventar. Und Hunger hat sie. Ist nichts mehr hier drin? Doch, na klar. So, dann nehmen wir mal. Ach, wir können leider immer nur eine mitnehmen. Wartet mal, wie war das denn jetzt? Das hier ist Kit. Das ist die Ema. Hier ist er. Ach so, aber hier kann ich nicht auf sein Inventar zugreifen. Was macht ihr eigentlich da hinten schon wieder, Leute? Okay, wir warten, bis sie da sind. Hartholzbrett und Holzplanke. Hartholzstamm. Ach so, was mache ich denn eigentlich? Quatsch, löschen, löschen, löschen. Es reicht doch, wenn wir einen Auftrag machen. Mit, keine Ahnung, mal so 20 Stück und auffüllen. Und Prio 2 vielleicht. Okay. Da hinten kommt Lubomir. Und der andere auch. Komm mal her. Kriegst du deine Tasche? Und dann holen wir gleich die nächste. Oleg hat ist neutral. Aber wieso? Wieso neutral? Es ist doch genug zu essen hier. Ich verstehe das immer nicht. Bist jetzt beleidigt, weil du noch keine Tasche gekriegt hast, oder was? Hier, hast du eine Tasche. Geh dir was zu essen holen. Ja, er hat nämlich Hunger, deswegen. Wir haben genug für alle da. Gucken wir nochmal ganz kurz zur Dorfhalle, denn ich wollte mal schnell schauen, welche Planken man jetzt dafür braucht. Die Holzplanken. Alles klar, 80 Stück. Halleluja. Das wird uns also noch ein wenig Zeit kosten. Wisst ihr was? Dann werden wir jetzt nochmal schnell schauen. Genau, das Werkzeug muss zu Dalibor und der Brief mit dem Auftrag. Das können wir machen. Was muss denn noch nach Herrn dienen? Die Hemden haben wir nicht. Okay, dann ist es tatsächlich nur das, was wir jetzt noch schnell abgeben können, bevor es wieder dunkel wird. Beziehungsweise es wird gleich dunkel, ne? Ach ja, was soll's. Lasst uns einfach noch schnell hindüsen. Hey, warte mal, da rennt unser Questziel. Dalibor. Did you bring everything that I asked for? Ja, ich habe alles dabei, was du Indeed, my young pal, brauchst. that's everything. Danke für deine Hilfe, sagt er. Jetzt kann er endlich arbeiten und in Rente gehen. Nimm diese Münzen und einiges aus der Sammlung. Handwerk, Forschung. Forschung. Nimm noch einen. Jagen. Sehr schön. Gern geschehen.
Super duper, dann haben wir das erledigt, Leute. Ja, und damit beende ich den Part auch an dieser Stelle wieder. Das ärgert mich so mit dieser blöden Mühle. Genau so, mit der blöden Mühle. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald.